Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, das heißt, ein neues Projekt ist es nicht ganz, sondern eher eine Fortführung eines jetzt abgedrehten Projekts. Herzlich willkommen zu FIFA 22. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir fangen heute mit unserer neuen Karriere an, und zwar eine Manager-Karriere. Ich habe mal ein bisschen reingezockt und ja, mir gefällt es und es macht Spaß und ja, fangen wir mal an heute. Und erstellen uns heute einen Trainer. Wir werden immer einen ganz neuen Spielmodi spielen, den erkläre ich euch aber gleich, wenn wir dann soweit sind. Ne? So, ich fange natürlich wieder an mit meinem ursprünglichen Charakter. Ja, ich heiße wirklich so. Also vom Vornamen her. Der Nachname nicht. Aber das ist auch egal. Habe ich schon mal erklärt, warum, wer bei der kommt. So, dann natürlich Deutschland, klar. Dann fangen wir an mit dem Kopf. So, Gesicht, Farbe brauche ich jetzt gerade nicht. Augen. Das war Augenfarbe. Und zwar habe ich blaue Augen. Augenbrauen. Nase brauche ich nicht, Mund brauche ich nicht, Wangen und Kiefer brauche ich nicht, Kinn will ich nicht ändern. Ohren genauso wenig, die Haare aber will ich ändern. Und zwar ja, machen wir so. Oder? Ne, machen wir so. Farbe, Haare. So. Mein Bart. Dann noch so. Und geht weiter mit den Outfits. Oberteil drunter. Weiß, ganz klar. Oberteil drüber. Dann einmal das Sakko. Hoffe, dass es war Socken. Da ich meistens schwarze Socken trage. So, ich trage ja meistens Jeans. Und Schuhe, da ich schwarze Laufschuhe gerne trage. Gucke ich jetzt gerade mal, ob wir die irgendwo haben. Irgendwo haben wir sie gerade. Ich habe sie letzte noch schon gesehen. Laufschuhe, Laufschuhe schwarz, da sind sie doch. Genau solche trage ich nämlich privat. Tatsächlich. So. Wir fangen an, tatsächlich nicht mit einem authentischen Verein, sondern wir starten mit unserem eigenen erstellten Verein. Das können wir jetzt eigentlich seit FIFA 15, glaube ich, oder 13, oder sowas war es, wieder machen. Und ich würde sagen, bei FIFA 22 nutzen wir diese Variante und erstellen jetzt einen eigenen Verein. Und da ich gerne einen Verein nehme, mit dem ich früher tatsächlich schon mal selber Fußball gespielt habe, gibt es den tatsächlich, den Verein wirklich? Ich spiele in der Kreisliga B oder so, ja, mittlerweile. Ich habe sie jetzt mittlerweile nicht mehr verfolgt, da ich umgezogen bin. So, dann nehmen wir das so. Eigentlich wäre es noch. Ja, egal, nehmen wir es. Ah, kann ich nicht ändern. Scheiße. Ich weiß, dass ein E fehlt. Aber
Was soll los? Wenn du immer so. So, die Black Cat, Big Snake. Oh. Die Frage, wie nenne ich sie? Liquid. Alte Villains. 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 Nimm also so. So. Schade, dass ich nicht ein Dings nehmen können. So. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ersetzen natürlich ein Team. Wir starten natürlich in der dritten Liga. Mal wieder. So, mit welchem Verein muss ich dann ersetzen? Würzburg sind momentan so. Ne, letztes sind es nicht. Letztes Mal unter Havelse. Ja, ich heiße jetzt Tokichi. Meine Rivalen. Und da Köln in der Nähe liegt, werde ich den die Viktoria nehmen. So, dann fangen wir damit auch mal an. Sekundär weiß. Ne, warte mal, das müssen wir anders machen. Das war primär weiß und dann schwarz. Dann nehmen wir aber auch die hier. Dann nehmen wir halt jetzt hier, was ist denn das jetzt? Ach, das ist das Dings oben hier. Das die der Kragen. Nehmen wir mal so, das sieht ganz cool aus eigentlich. Oder kann ich das, sieht das Weiß besser aus? Ne, nimm mal rot, komm. So. Was ist das Trikot? Das. Nee, so, so gut. Passt so. Dann nehmen wir das Auswärtstrikot. Und dann drehen wir das ganze Ding rum. Gehen wir auf Wappen. Wobei das Wappen gar nicht mehr so schlecht aussieht eigentlich schon. Aber warte mal, kann man nicht Kreis oder sowas nehmen? Nehmen wir Wappen verbändern, dass nämlich ein, ich weiß, dass das Logo so ist. So, fangen wir mit dem Stadion. Heimstadion. Ich würde ja schon gerne ein Originalstadion nehmen. Weil der noch nicht so groß ist, weil der Verein spielt, wie gesagt, in der dritten Liga. Da werde ich jetzt nicht eine mega hohe
So typisches Start im dritten zusammen. Naja, wir haben eine kleine Stadt, wir können sie immer noch ändern, wenn wir mal irgendwann aufsteigen. So, wir nennen uns jetzt den Platt Sportpark. Das passt von der Weit, von der Länge her. Ich glaube, dass es leider nicht passen wird. Ist ja cool, wenn es passen würde. Komm, noch zwei. Ja, es passt sogar, tatsächlich. So, nehmen wir das Stadion. Wir spielen erstmal vor 10.000. Das ist für Tribünen. Stadionfarbe. Standard. Wir nehmen so weiß. Also ich würde sie gerne schwarz-weiß nehmen. Gehen wir, da haben wir das gerade so irgendwie da. Ja, hier. Sitzfarbe. Nehmen wir also in weiß. Finde ich cool gerade alles so gemacht. Spielfeld. Rasen. Breit horizontal. Ich finde die anderen ein bisschen scheiße. So, das ist klar. Tornetz. Vertikal, blau-weiß, vertikal. Aber nicht schwarz-weiß. Hier. Immer so. Nehmen wir so sechseckig. Und gehen jetzt mal in die Atmosphäre. Wir können ja eine Torhymne machen. Ah, ich muss ja mal. Ja, Kenker 400. Ich weiß, ich muss die Musik mal, hätte die Musik mal anmachen müssen. Wir machen das nur. Ah, nehmen wir mal später dann in der, in den Einstellungen. Fangesänge. Ich kann jetzt, glaube ich. Jetzt gerade mal mein eigenes, haben wir schönes haben. Ah, da kannst du. Real Madrid. So, die Melodie der River of Wonder sind die Walkout-Hymne. Natürlich. Wo kann ich, oder? Ne, dann nehmen wir Liverpool, komm. Das, irgendwie habe ich gerade da Bock drauf, da als Civil Number Walk Alone. Das will ich gerne als Walkout-Hymne haben. So. Ich gerade, dass ich jetzt. So, dann war das so.
Wenn ich gerade das jetzt tatsächlich nochmal die Trikots ändern muss. Warum auch immer der das nicht nimmt. Zu ähnlich oder was? Ja, immer so. Oder warte mal, aber nicht, aber sie auch irgendwie noch als Auswärtstrikot immer ein bisschen ändern. Muss gerade gucken, ob ich noch irgendwas Cooles habe. Nimm mal die, ich finde die ganz cool jetzt gerade irgendwie. So, mein Team. Gesamtrang. So, werde ich so machen. Ich kann jetzt mal. Wir könnten auf eine Milliarde hochgehen, aber das will ich nicht. Kleiner Verein. Das heißt, wir werden natürlich ganz klein mit allem beginnen. Das ist ganz klar. Und ich kann hier irgendwas steht davon Spieler neu erstellen. Ja, man bekommt auf jeden Fall irgendwelche Random-Spieler zugestellt. Das ist ganz klar. So, wir nehmen jetzt mal Jobangebote raus. Und fangen damit so an, wie ich das gerne, wie ich das hier hätte. Und dann gehen wir rein in die Karriere. Aber das machen wir dann nicht in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play FIFA 22. Und dann geht's endlich los in die Vorbereitung mit der neuen Mannschaft.